Nun aber zu den eigentlichen Problemen. Moin, heute mal wieder eine neue Folge unseres Podcasts. Wir hatten eine längere Pause, haben einige andere Projekte gemacht und heute geht's hervorragend weiter in unserer Reihe. Und ich freue mich ganz besonders, heute unseren Special Guest vorstellen zu dürfen. Das ist nämlich mein Freund, Genosse und auch mein Verleger, nämlich Jörg Sundermeier, zusammen mit Christine Liestau, der Chef vom Verbrecher Verlag. Und in der Recherche und der Vorbereitung, wir haben gerade schon drüber gesprochen, seit wann wir uns kennen. Und es ist in der Tat 20 Jahre her. Und ich will das kurz nochmal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Es gab damals in unserer gemeinsamen Lieblingszeitung der Jungle World, gab es eine Kolumne von dir geschrieben, der letzte linke Student. Das ist auch der Titel heute aktueller denn je. Und das war also sehr unterhaltsam, gleichzeitig analytisch. Und ich war ein junger PDS-Funktionär und wir haben uns so kennengelernt, dass wir im Rahmen des Europawahlkampfs der damaligen PDS noch eine Lesetour gemacht haben. Ich war damals noch Student der Politikwissenschaft, Soziologie in Hannover und der Auftakt, der war also insofern sehr gelungen. Erstens war der Elchkeller, das war das autonome Studentencafé der Politologen, voll. Und zweitens haben wir bis morgens früh so gesoffen, dass also am anderen Tag der nächste Auftritt wirklich kurzzeitig gefährdet gewesen ist. Wir haben das dann aber durchgezogen und daher kennen wir uns. Also herzlich willkommen, Jörg, in unserem kleinen Podcast hier. Ich freue mich, hier zu sein. Wir wollen ein bisschen sprechen über Bücher, ein bisschen über Politik natürlich reden und vielleicht nochmal, um nochmal einen Einstieg zu schaffen. Ich bin jetzt ja vor allem Kulturpolitiker, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und mich interessiert natürlich Verbrecherverlag, vielleicht nochmal ein bisschen was zur Geschichte. Also die, die sich damit auskennen, mit guten Büchern, mit linker Literatur, mit Analyse, aber auch Belletristik, kennen natürlich den Verbrecherverlag. Sag nochmal ein bisschen, den gibt es jetzt ja auch schon viele Jahre. Genau. Wie seid ihr dazu gekommen und was war die Idee, eigentlich einen eigenen Verlag zu machen, weil zumal du ja vorher selber vor allem auch geschrieben hast? Also tatsächlich war die Idee eigentlich gar nicht, einen Verlag zu machen, sondern mein Jugendfreund Werner Labisch und ich, wir hatten uns überlegt, wir hatten von in Interviews, in Gesprächen immer wieder von Manuskripten gehört, die aber aus irgendwelchen Gründen nicht verlegt worden sind, die auch in damals absehbarer Zeit nicht verlegt werden würden, teilweise bis heute nicht verlegt sind. Und wir waren halt so gierige Leser. Wir wollten die unbedingt bekommen. Wir wollten die lesen. Und dann haben wir gedacht, wie wäre es, wenn wir uns als Verlag ausgeben, anschreiben, wir sind ein Verlag in Gründung, die Leute anschreiben, eben sagen, wir würden uns das Manuskript gern mal anschauen, das Manuskript dann einfach zweimal fotokopieren, einmal für Werner, einmal für mich, wirklich nur für den Privatgebrauch. Und dann, das waren natürlich noch die goldenen Zeiten vor dem Internet oder vor der richtig weiten Verbreitung des Internets. Das und man musste ja auch wirklich noch fotokopieren. Man musste auf jeden Fall nichts kennen. Das war 94, 95. Eben, und dann wollten wir das wieder ablehnen sozusagen und sagen, nee, das passt doch nicht in das Programm, das wir uns vorstellen. Wir wussten, dass das erstmal nicht so groß nachvollziehbar ist, dass man das so ein, zwei Jahre machen kann. Und hatten uns dann eben überlegt, das ist trotzdem nicht besonders moralisch sauber. Deswegen haben wir uns diesen etwas verrückten Verlagsnamen gegeben. Also Alliteration hat uns natürlich auch gefallen. Und dann sind wir aus der Nummer nicht mehr rausgekommen, weil Dietmar Dart hatte so einen schönen Romananfang uns geschickt und hatte aber noch nicht mehr geschickt. Und dann waren wir interessiert und dann kam es zu einem Treffen und dann hat er gesagt, ja, ich habe es heute Nacht fertig korrigiert. Und dann wussten wir können jetzt nicht sagen, du, das ist nur ein Scherz für, also im Grunde für uns beide. Da müssen wir jetzt was machen. Und so sind wir dann aus der Nummer nicht mehr rausgekommen. Und der Verbrecherverlag wird im nächsten Jahr tatsächlich 30 Jahre alt. Gut, da gibt es ja auf jeden Fall auch eine große Sause. Ja, auf jeden Fall. Was mich nochmal interessiert, auch bei eurem Programm, wenn man das so auch ein bisschen verfolgt hat über die Jahre. Was würdest du denn sagen, dass ihr zum einen nochmal, so wie ihr begonnen habt, also auch Schätze zu heben und sie öffentlich zu machen, ne, zugänglich zu machen. Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt so zurückblickst, was war politisch sozusagen und persönlich sozusagen das Beste, was ihr für die Welt getan habt? Also von Sachen, die sonst vielleicht gar nicht bekannt geworden wären. Also was würdest du sagen, wenn du so zurückblickst, sagst, okay, da haben wir was richtig Gutes getan. Auch Leute überhaupt wieder ans Licht zurückzuholen, die vergessen gewesen sind. Also es gibt natürlich solche Sachen und das ist beispielsweise die Tagebücher von Erich Mühsam, die wir zum ersten Mal komplett veröffentlicht haben in 15 Bänden.
Oder Christine hat jetzt gerade, das war ein Zufallsfund, oder uns haben eben Freunde davon erzählt, es gibt ein Buch von Genossin Olga Benario, die ja in der DDR ja auch groß bekannt war. Und es ist in der Sowjetunion erschienen und das ist auch in der DDR nie auf Deutsch erschienen. Das hat nie jemand übersetzt. Christine kann Russisch, ja. Hat das gelesen und hat gesagt, ganz ehrlich, es gibt aus dieser, das heißt auch Berliner kommunistische Jugend ist natürlich... Genau. Hat auch den Charakter einer Propagandaschrift, ist aber unglaublich selbstironisch. Mhm. Und Christina hat gesagt, das ist so in zweierlei Hinsicht total interessant. Das eine ist, man kennt eben immer den Mythos Olga Benario, der aber die große Spionin, die aber dann im KZ über Jahre zu Tode geschunden worden ist. Was man nicht kennt, ist sozusagen die fröhliche, aufbruchsbereite, sehr, sehr eben selbstironische, aber auch so aktiv kämpferische Kommunistin. Das andere ist, auch in der DDR wurde über die kommunistischen Jugendorganisationen nicht gerne gesprochen, weil die meisten als Linksabweichler im Stalinismus galten und auch nachher so ein bisschen verbrämt waren. Also selbst Otto Braun, der damals mit Olga Benario zusammen war, hat darüber so gut wie nichts geschrieben und schon gar nichts Persönliches, weil er, glaube ich, befürchtet hat, dass man ihm sonst irgendwie noch, keine Ahnung, dass es irgendwelche Maßnahmen gibt. Mhm. Und deswegen gibt es tatsächlich bis auf 2-3 Doktorarbeiten zum Thema fast nichts, sodass wir auch dachten, okay, das ist auch einfach ein natürlich für Propagandazwecke geschriebener, aber es ist auch ein Bericht aus der Zeit von einer Teilnehmerin. Und solche Sachen sind schon gut, das sind aber eben die historischen Sachen. Was genauso wichtig ist. Vielleicht nochmal ganz kurz nachgefragt, bei dem Buch soll ja auch sehr beeindruckend sein. Ich habe es natürlich noch nicht gelesen, auch nochmal einen Einblick sozusagen in die Organisation zu bekommen. Also es muss ja sozusagen auch einen tiefen Einblick geben, wie habe ich das damals eigentlich organisiert, auch in der Illegalität. Nee, es ist das, also gut, also es ist ja, sie waren ja halblegal. Sie war ja schon, also die Kommunistische Partei war ja nicht verboten. Sie durfte nur viele Sachen nicht machen. Was mir zum Teil gar nicht bekannt ist, es war verboten für die kommunistische Jugend, bei Demonstrationen Zeitungen an die Umstehenden zu verteilen. Was ich ja völlig absurd finde, weil was ist daran zu verbieten? Was kann daran? Das erinnert so ein bisschen dann an die 50er und 60er Jahre in der Bundesrepublik. Genau. Und es war, ging einfach du warst offiziell noch legal, aber durftest halt bestimmte Sachen nicht mehr machen. Genau. Ja. Oder bei der Organisation von Betriebszellen wurde man dann gleich verhaftet und erstmal weggesperrt auf Verdacht. Ohne dass aber ein Beweis vorlag, dass man überhaupt etwas Illegales getan hat. Ich meine, dass die Kommunisten auch viele Dinge machen wollten und eben den Umsturz der Weimarer Republik, müssen wir auch nicht drüber reden. Aber das war ja nicht in jedem Detail so. Es geht viel um Organisationsform. Sie erklärt eben halt, das Buch ist geschrieben für sowjetische Genossinnen und Genossen. Und sie erklärt eben denen, wie haben wir das in Deutschland gemacht. Und es endet im Blutmai 29. Mhm. Den hatte sie selbst wahrscheinlich nicht mehr miterlebt, weil sie hatte vorher Otto Braun aus dem Gefängnis befreit und war zu dem Zeitpunkt schon nach Moskau geflohen. Also da berichtet sie sozusagen aus der Ferne. Ja. Aber die ganze Zeit hat sie so eine Binnenperspektive, wobei man auch davon ausgehen kann, sie nennt Hans und Franz und Suse und so weiter. Mhm. Niemals hießen die so. Auf gar keinen Fall. Also, sie dekonspiriert nicht an einer Stelle. Wir haben herausgefunden, wo sehr wahrscheinlich die Bezirksgruppe der KJ in Neukölln getagt hat. Das war in der Wartestraße, aber die Adresse war nur bekannt als Adresse der Roten Fahne. Das ist relativ naheliegend und wir haben den Raum so ein bisschen, wir haben so durchs Schaufenster gelugt, so ein ganz schmales Geschäft, ist genau das, was sie beschreibt. Alles sehr klein, alles sehr eng und darin sitzen dann gleich 50 Genossinnen und Genossen und versuchen Rambazamba zu machen. Also es ist einfach auch ein sehr lustiges Buch. Ja. Aber tatsächlich ist uns genauso wichtig, Bücher für das Jetzt zu machen oder Bücher zu machen für das Morgen. Weil, gut, das muss ich dir nun am allerwenigsten erklären, die Welt sieht gerade nicht gut aus. Nein, und, in jeder Hinsicht beschissen. Ja, genau, und beispielsweise haben wir jetzt stündlich Jahrhundertfluten. Da muss man sich schon fragen, warum man sie überhaupt noch so nennen soll. Und das ist ja wirklich so, jetzt gucken alle nach Bayern. Aber das Saarland ist noch gar nicht trocken. Genau. Also so, solche Dinge. Über Armut muss man gar nicht reden. Ich habe eben gerade ein Obdachloser, lag quer auf dem Fahrradweg und schlief, Gott sei Dank schlief. Ich habe zuerst mir schon Sorgen gemacht. All diese ganzen Sachen sind ja auch so. Und gleichzeitig, wir sind jetzt hier in Berlin-Mitte. Und hier um die Ecke
es ist jetzt nicht so, dass ich arm bin, aber ich weiß nicht, ob ich mir das zu essen hier kaufen möchte und kaufen kann in einigen Läden, die aber so gleich luxuriös protzen und wo dann so wohlstandsverwahrlost drin sitzen. Klar. In jeder Hinsicht unsympathische Leute übrigens. Ich glaube das, ja. Ganz sicher. Ganz sicher. Aber das, du hast gerade das Stichwort gesagt. Ich glaube ja ein Stück weit das ganze Elend, in dem wir die Gesellschaft, die Welt zurzeit vorfinden, hat natürlich auch ein Stück weit was mit dem Versagen der Linken zu tun. Nämlich, dass sie war ja immer dann stark, wenn sie eine Idee von der Zukunft hatte. Das waren ja die großen Momente auch der Linken. So, und das hast du ja gerade schon angedeutet, dass ihr ja auch versucht, im Verlag solche Bücher haltet, die auch ins Morgen hinweisen. Genau. Also ganz klassisch mal Leuten Mut zu machen, weil also Leute wie wir, du kannst ja, wenn du die Nachrichten siehst oder wenn ich hier in einem halben Tag mal das Plenum angucke im Bundestag, also das ist ja nicht zum Aushalten mehr und es wird ja immer schlimmer. So, und deswegen diesen Ansatz bei euch finde ich gut, weil es gibt ja solche Linke, die können auch sehr sympathisch sein, aber die also hervorragend analysieren können, warum es zu Ende geht insgesamt. Das ist, also es kann sein, aber das ist ja nicht unser Anspruch, das sollten wir verhindern, ja, sondern es sollte ja wieder ein besseres Morgen geben. So. Und das finde ich ja gut, dass ihr auch versucht, im Verbrecherverlag das auch ein Stück immer weit mitzudenken. Ja, ja, ich zeige jetzt einfach mal ein Beispiel. Ich mache natürlich auch ganz... Das war die Einleitung. Ich mache Werbung, da kenne ich so nichts. Also das zum Beispiel ist das Buch Ohnmacht überwinden. Das habe ich mitgebracht. Das ist von Markus Havel und Stefan Kalmring als Herausgeber. Ganz kurz, Markus Havel, wir haben im Vorgespräch gerade übersprochen, kenne ich noch aus der damaligen PDS-Hochschulgruppe an der Universität Hannover, wo wir nämlich beide studiert haben und Markus Havel... Vielleicht saß er damals sogar mit im Keller. Relativ sicher. Also da war Markus Havel in der Regel auch dabei, wo wir so rumsaßen. Und jetzt arbeitet er ja unter anderem bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ganz genau. Wo wiederum ich im Vorstand bin und so kreuzen sich dann jetzt so wieder die Wege. Also man sieht übrigens aus Hannover, da kamen nicht nur Freaks her. Ne? Also es war da nicht alles schlecht Nein, Hannover hat auch... das unbedingt einschieben. Also, ja. Du, es gibt viele Ecken in Hannover, muss ich sagen. Ich habe das früher gar nicht so wahrgenommen, weil man zuerst, wenn man in Hannover am Bahnhof ankommt und aussteigt, dann ist man ziemlich entsetzt, krass, was einem die Innenstadt dort zeigt. Das ist ja eine Mischung aus schlecht repariert nach dem Zweiten Weltkrieg und dann nochmal kaputt gerissen. Ja, genau. Also ist das wirklich so, es ist schon sehr erschreckend, finde ich erstmal. Ja. Jetzt sind wir aber, wir haben das Glück, dass wir relativ oft eingeladen werden im sehr schönen Literaturhaus Hannover zu Buchlust. Und dann sind wir öfter in Hannover und dann ist mal dieses Hotel nicht frei und jenes, deswegen wechseln wir manchmal die Hotels. Und ich habe so jetzt ganz andere Ecken von Hannover kennengelernt. Hannover-Linden natürlich, wo sowohl Markus Havel als auch ich natürlich gewohnt haben. Anna B. Buchladen. Eben hervorragend. Ein hervorragender Buchladen. Nach wie vor gibt es auch noch nach wie vor. Genau, es gibt hervorragende Buchläden. Es gibt ja nicht mehr so viele linke Buchläden. Und die es noch gibt, verkaufen dann ja mittlerweile auch sehr viel esoterische Scheiße, aber keine linke Literatur mehr. Und Anna B. Buchladen ist also sehr hervorragend. Mhm. Gibt es immer noch. Genau, absolut stabil. Kascha gibt es auch noch. Genau. Das ist schon so. Und man merkt auch, wenn man dann auf der Buchlos ist, das sind sehr viele Leute so aus dem ganzen Bereich, dann Hannover und rundherum. Mhm. Da ist sehr viel los. Auch an der Uni ist immer noch sehr viel los. Also nichts gegen Hannover. Nein, überhaupt nicht. Aber nochmal kurz zu dem Buch. Genau, also da geht es einfach... Also der Untertitel ist ein bisschen, das heißt Ohnmacht überwinden mit Rufzeichen, das ist ja ganz schön. Aber dann der Untertitel ist politische Bildung in einer zerrissenen Gesellschaft. Denkt man erstmal, okay, das wissen wir, wie elend das ist. Das lesen wir jeden Tag in den diversen Newsportalen. Genau. Das Schöne an den Texten ist, und das hat mir sehr gefallen und das hat uns gleich so eingenommen, die haben... Alle Texte haben einen Ausblick. Mhm. Alle Texte sagen, hiermit können wir was machen. Wir werden nicht von heute auf morgen die Welt verändern. Wir werden nicht die Überhitzung runterdrücken. Wir werden den Antisemitismus nicht einfangen können. Wir werden den Rassismus nicht sofort einfangen können. Aber hier gibt es Stellschrauben, an denen wir trotzdem mit den Leuten, mit denen wir politische Bildung machen, was verändern können.
in kleine Schritte. So, ich finde das aber sehr wichtig, weil es inzwischen tatsächlich viele gibt, auch viele Seiten auf der politischen Linken, die sagen, naja, ist so, und gucken so ein bisschen fatalistisch zu, wie es gerade so, wie die Fälle wegschwimmen. Mhm. Und im Grunde ist es so seit den 80er Jahren. Also da wäre wirklich noch mal viel dran zu arbeiten. Die geistig-moralische Wende hat stattgefunden. Und das war ein ganz klares, das war ein ganz klares ideologisches Programm. Und das, wir sehen sozusagen in den Wohlstandsverwahrlosten, sehen wir gerade, dass das perfekt angekommen ist. Das sind kleine Egoisten, denen völlig egal ist, was um sie herum passiert. Und die haben gar keine gesellschaftliche, also die nehmen keine gesellschaftliche Verantwortung mehr an. Das ist eigentlich das Prinzip der Linken, sich darum zu kümmern. Aber wenn die Linke dann sagt, nein, also wir haben sehr klug analysiert, warum das auf Dauer nichts bringt, bringt es nur auf Dauer nicht. Und das ist auch so, ich bin durchaus manchmal ein Skeptiker, wie viel bringen Wahlen, aber wenn ich meine Stimme nicht abgebe, dann hat die AfD so und so viel Milliprozent mehr. Ja, das ist eine reine Rechenfrage. Genau, reine Rechenfrage. Also ich würde sogar deine Analyse würde ich ja teilen, dass das gar keine neue Entwicklung ist, die wir haben. Also was ich, wo ich dir aber widersprechen will, und ich weiß gar nicht, ob es ein Widerspruch ist, aber vielleicht noch eine Ergänzung. Also aus unterschiedlichen Gründen habe ich jetzt noch mal lange auch mit meinem Vater, also sind alles Altlinke, ne, Alt-68er, noch mal lange drüber gesprochen. Also ja, in der Tat, geistig-moralische Wende kennen wir alles. Den ganzen Dreck, der damals anfing. Die Thatcher-Zeit, dann die Schröder-Zeit, alles bekannt. Ich glaube, was aber schon ein Unterschied ist, dass du gerade im kulturellen Bereich, glaube ich, natürlich auf Seiten der Linken oder bis hin in den Linksliberalismus eine viel größere Gegenwehr hattest. Also nimm mal nur so eine Konzertreihe, wie damals gab es doch die, ich glaube 88 war das, diese große Amnesty International Tournee von Springsteen, Sting, Gabriel mit einer dezidiert politischen Message. Oder nehmen wir die Anti-Apartheid-Bewegung oder die Chile-Solidarität. Was will ich damit sagen? Also erstens war es für uns Linke in diesen Fragen einfach echt ein bisschen einfacher, weil es war völlig klar, wo gut und böse ist. Ja, natürlich ist man gegen Pinochet, keine Frage, und für Allende. Natürlich bist du für Mandela und den ANC, übrigens auch den bewaffneten ANC, und gegen das Drecks-Apartheids-Regime und wusstest da auch in Deutschland, wer steht da eigentlich wie. Genau. Was ja heute das große Problem ist. Es ist ja ein Regime und ein Land beschissener als das andere. Und das ist ja die Herausforderung, dass du natürlich deswegen auch schwer mobilisieren kannst, zu sagen, das ist die richtige Seite der Geschichte. So, und gleichzeitig, und ich finde, das ist völlig abhandengekommen, hast du natürlich auch eine kulturelle Szene, die sowas mitgetragen hat. Also wenn sich jetzt Kulturschaffende, wozu äußert man sich in letzter Zeit? Also wenn dann Israel oder Gaza, da äußern sich auf einmal Leute, die ansonsten seit 20 Jahren zu nichts irgendwas zu sagen haben. So, und jeder kann sich ja äußern, wozu er will, will damit aber nur sagen, dass das ja ein Stück weit verloren gegangen ist und das ja auch, finde ich, oder glaube ich zumindest auch die Schwäche und ein Stück weit auch die Resignation bei vielen Linken ausmacht. Das stimmt, das würde ich auch sogar noch unterstützen. Ich sehe leider momentan irgendeine verwirrte kommunistische Gruppe, hat alle möglichen Wände vollgesprüht an meinem täglichen Radweg zum Büro. Und da sind sie gleichzeitig für die Freiheit der Menschen im Iran gegen das Regime und für die Hamas, die ja komplett vom iranischen Regime abhängig ist. Also es ist gar nicht möglich. Ja. Du kannst nicht, also das eine schafft das andere ab. Das es geht nicht beides. Das musst du erst mal hinkriegen. Das musst du hinkriegen. Ja. Und die glauben aber, das irgendwie hinzukriegen, weil sie einfach gar nichts mehr nachschauen. Ja. Da müssen sie auch nicht lesen, da gibt es Videotutorials, das erklären dir viele Leute, klar. Was so ein bisschen aber auch aufgehört hat, ist die Zusammenarbeit, also auch durchaus sozusagen an deine Partei, die Zusammenarbeit zwischen Leuten aus der Kultur und Leuten aus der Politik. Ja. Früher war das noch ganz gang und gäbe, ob das jetzt nun irgendwie Günter Grass mit Willi Wählen war und so weiter. Es gab auch früher für die PDS und für die Linke am Anfang immer sehr viele Kulturleute, die viel gemacht haben. Das ist irgendwie auf beiden Seiten eingeschlafen. Und ich glaube, du bist einer der wenigen Politiker in deiner Partei. Natürlich, jetzt können wir auch Klaus Lederer hier in Berlin, müssen wir auch nennen. Klaus hat sich sehr eingesetzt oder so. Mhm. Dass du dich zum Beispiel für den Kulturpalast eingesetzt hast in Bitterfeld, ist nicht normal. Viele Linke haben das ein bisschen vergessen. Und dann denken natürlich auch die Leute, die Kultur machen, okay, wenn ihr unser Theater, unsere Bücher, unsere Filme eh blöd findet, dann sind wir auch weg. Das ist ein berechtigter Einwand. Also ich glaube, das ist so ein Wechselding, aber auch tatsächlich
Es gibt einen Vorbehalt, das merken wir auch, das merken wir auch immer wieder, gegen engagierte Kultur, ganz allgemein. Teilweise ist der Vorbehalt natürlich, ich bin gerade an so einem lustigen Plakat von Strack-Zimmermann vorbeigefahren, wo sie sagt, ich kann es nicht genau, also ich werde so lange nerven, bis sich was ändert. Sie sagt aber nicht, was sich ändert. Ja, ja, ja. Das ist ja eigentlich das Interessante. Was willst du denn, Strack-Zimmermann? Es ist wirklich, genau. Es ist der Abriss wirklich sondersgleichen. Und sowas hast du in der Kultur natürlich auch oft. Genau. Wir machen irgendwas, dass sich was ändert, aber was genau soll sich ändern? Mhm. Und wie soll ich sagen, von jedem Theaterstück gegen den Klimawandel wird es nicht kälter. Da müssen wir auch schon auf die Straße gehen, da müssen wir noch was anderes machen. Und das ist sicherlich auch so. Also da gibt es so ein Wechselspiel. Und da sind ganz schön viele Kulturleute, haben dann immer auch Angst, zu engagiert zu sein. Oder sich, oder in irgendeiner Weise parteiisch zu sein. Gar nicht mal jetzt für eine Partei, sondern insgesamt parteiisch zu sein. Klar, Standpunkt einzunehmen, Und selbst Leute, die sich eigentlich immer sehr dezidiert links äußern, wenn man dann sagt, bist du ein politischer Schriftsteller, sagen, nein. Und ich meine, politische Schriftsteller können auch hervorragend Liebesromane schreiben, da müssen wir gar nicht drüber reden. Also das schließt sich ja nicht aus. Also nicht zwingend, aber es gibt es. Genau, und es gibt sozusagen, da gibt es plötzlich so einen Bruch auf beiden Seiten, der mir nicht ganz klar ist. Und ich fürchte auch, da sind wir auf so eine Individualerzählung, also wir als Linke alle reingefallen. Ja, ja, das glaube ich auch. Und haben selber den Dünkel der anderen mitgetragen. Mhm, und das fällt uns gerade auf die Füße. Also vielleicht noch eine Ergänzung. Ich teile das dezidiert, ne? Wenn man sich dieser Frage nähern will. Was ich glaube, was noch dazu kommt, und ich weiß, da haben wir an vielen Abenden auch schon beim Bierchen drüber diskutiert, ja auch schon nochmal innerhalb auch unserer Szene, in der wir uns so bewegen, ne, gar nicht als Vorwurf, sondern als Feststellung, eine ganz weit verbreitete Entgeschichtlichung. Also gar kein Geschichtsbewusstsein eigentlich mehr zu haben. Wo kommt man her? Wo kommt eigentlich diese Linie her? Also auch sich vorzunehmen, das mal aufzufächern. Was waren denn gute Traditionslinien? Was waren natürlich auch die schlimmen oder verbrecherischen Traditionslinien? Aber in dem Punkt bin ich schon wirklich fest überzeugt, ohne ein eigenes Geschichtsbewusstsein bist du gar nicht in der Lage, Hoffnungsprojekte zu skizzieren, wenn du nicht weißt, wo du herkommst und wenn du diese Linien gar nicht mehr kennst. Und also ich gehöre da ja, glaube ich, schon, daran erkennt man übrigens auch, dass wir, man sieht es jetzt ja nicht unbedingt, aber doch schon sehr lange dabei sind in diesen Kämpfen. Und wenn ich heute so mit jüngeren Leuten rede, man muss bei ganz vielen ganz neu anfangen. Also das so, wie ich noch oder wir noch groß geworden sind, was wir noch so, wie wir sozialisiert worden sind, ne? Dass so bestimmte Standards gibt, was man als Linker weiß über die Geschichte der Linken, ne? Sowohl national als auch international. Ich glaube, dass das sehr verschüttet worden ist. Und ich halte das für eine zentrale Aufgabe, dort auch wieder ein Geschichtsbewusstsein herzustellen, an dem man sich auch ein Stück weit orientieren kann. Also wenn man so will, sich auch ein Stück weit wärmen kann. Übrigens, ne? Das ist, gab ja auch schon wirklich so viele Niederlagen, mehr geht ja nicht. Ne? Genau, aber das ist, tatsächlich muss man, das immer wieder, es gab jemanden, ich glaube, das war Jasper Nikolaisen, der mal auf Twitter geschrieben hat, als es Twitter noch gab. Der Satz heißt sinngemäß, da bin ich jetzt seit vielen Jahren Kommunist und mit nichts anderem beschäftigt, als die bürgerliche Gesellschaft zu retten. Und so ein bisschen ist das ja so, weil wir alle wissen, was das Programm dieser ganzen faschistischen Leute ist. Wir alle wissen, dass das Programm hat sich in 120 Jahren nicht geändert. Das Programm steht fest. Die arbeiten gerade das Programm Stück für Stück ab und alle sind immer wieder verwundert, dass sie den nächsten Schritt auch machen. Ja. Da muss man nur einmal die einschlägigen Bücher zur Geschichte des Faschismus lesen. Also dann hätte man es. Und ich bin darüber immer so verwirrt. Wie können die denn sich wählen lassen, um dann die Demokratie abzuschaffen? Ja, richtig. Weil sie es immer richtig so gemacht haben. Das ist übrigens, was wir jetzt gerade erleben. Das ist jetzt nur wirklich eine reale Faschisierung. Ich kenne ja die Debatten noch, oder wir, die auch geschichtlich interessiert sind, noch wie meine Eltern damals diese Debatten geführt hat in den 70er, 80ern. War das eine Faschisierung? Rückblickend heute nein. Jetzt haben wir eine reale Faschisierung, nämlich bei mindestens zwei Indikatoren. Nämlich, dass du zum Teil die Massen sie ergreift, die Idee des Faschismus, die Ideologie des Faschismus,
Also kann ich an dem Wahlergebnis mir real angucken, auch in bestimmten Gebieten. Das ist Faschisierung. Und gleichzeitig sozusagen auch eine Offenheit hin ins konservative Lager. Da ist ja ein Scheißdreck irgendwie mit Brandmauer. Und das sind ja nicht nur die beiden einzigen, aber schon zwei wesentliche Indikatoren, wenn man über eine Faschisierung von Gesellschaft sprechen will. Und das zieht sich ja eben hin bis in den Kulturbetrieb. Und da interessiert mich auch nochmal deine Einschätzung als ein dezidiert linker Verlag, der auch dabei ist, andere Verlage zu organisieren gegen Rechts, gegen Faschisierung. Wie nimmst du das wahr eigentlich, das Verlagswesen auf der rechten Seite, und wie versucht ihr sozusagen als Linke oder kritische Verleger euch dagegen zu wehren? Also ich habe mal, ich durfte mal einen so Input-Vortrag halten, und dann gab es eine Diskussion bei einem Treffen. So, es gibt immer den großen Bibliothekstag, und das war hier in Berlin, und ich hatte vorher in so einem Fachmagazin für Bibliothekarinnen und Bibliothekare gesagt, okay, lass uns gar nicht über Politik reden, lass uns darüber reden, dass die einschlägigen rechten Verlage, und es ist jetzt egal, ob das COP ist, ob das Manuskriptum ist, ob das Antaios ist und wie sie alle heißen, es gibt da Fälle, und ich habe so ein paar Fälle dann einfach nur skizziert. Beispielsweise, dass ja nun auch wirklich sehr berühmte, weil sogar dann in den deutschen Bestsellerlisten, Finis Germania. Mhm. Interessant ist ja schon, dass es gar nicht Finis Germania heißen dürfte, weil das heißt dann tatsächlich sowas Ähnliches wie Ende Deutschland. Mhm. Aber das Ende Deutschlands müsste Finis Germaniae heißen. René Aguigard hat damals im Deutschlandfunk das Buch auseinandergenommen und hat gesagt, der Autor muss das in den frühen 90ern verfasst haben, weil er hat Angst davor, dass es eine erste rot-grüne Regierung gibt. Es kann also ja gar nicht sein, dass das Buch, also das Buch liest sich, weil es sehr allgemein ist, stellenweise als Kommentar zum Jetzt. Das Buch ist aber definitiv ein älteres Manuskript. Das hat er nie veröffentlicht, er ist ja, hat sich ja dann umgebracht, dann ist das aus seinem Nachlass herausgegeben worden. Es gibt kein editorisches Nachwort, es gibt nichts, was darauf hinweist. Das ist ein hochproblematischer Umgang jetzt einfach nur mit Texten. Es gibt gewisse Textstandards, die halten diese Texte nicht ein. Genauso wie dann, was weiß ich, ein anderes Beispiel war aus dem Buch eines COP-Autors, der dann sagt, Angela Merkel hat so und so viele Gesetze gebrochen. Ja, schläft denn unsere Staatsanwaltschaft? Mhm. Die Frau ist inzwischen Privatier. Sie müsste doch haftbar sein. In deren Welt schlafen natürlich alle, und das ist alles ein abgekartetes Spiel und so, aber das ist ja völlig falsch. Es ist einfach sachlich falsch. Angela Merkel kann nicht angeklagt werden für diese Dinge, die dieser COP-Autor behauptet. Egal jetzt, wie man zu Angela Merkel steht. Und ich habe gesagt, und das ist doch erstmal das, was wir aus unseren Bibliotheken raushalten sollten. Falsche Dinge oder schlecht gemachte Dinge. Lassen wir uns mal gar nicht über das Politische reden. Es gibt auch da sehr kluge Editionen, muss man leider sagen. Aber eben lasst uns mal über diese fachlichen Dinge sagen. Bei der Diskussion sind Leute aufgestanden und haben die ganze Zeit gesagt, du willst zensieren. Ja, ich habe immer gesagt, ich kann doch gar nicht zensieren. Ich habe überhaupt nicht die Macht. Richtig, ich kann gar nichts aus eurer Bibliothek rausreißen. Und komischerweise die Leute, die in Bibliotheken gehen und was rausreißen, sind offenkundig wieder Rechte. Mhm. Also gab ja mehrere Fälle, im Tempelhof zum Beispiel oder so. Und das ärgert mich dann fatal, dass es immer diese Angst gibt vor einer Zensur. Und deshalb begibt sich sozusagen die Gesellschaft selber aus lauter Offenheit, also dann sind wir beim Toleranzparadox und diesen ganzen Geschichten, aus lauter Offenheitswillen und Wildheit, und das waren alles auf dem Podium, das waren alles Linke, Sozialdemokraten, Liberale. Und es war aber wirklich so ein, wir dürfen nicht zensieren, auf keinen Fall. Und niemand kann zensieren. Man kann einfach nur sagen, in meiner Bibliothek lieber nicht. Wenn du es bestellen willst, kann ja auch wirklich sein, zu Forschungszwecken, ich hole es dir via Fernleihe. Jede Bibliothek ist an die Fernleihe angeschlossen. Ich muss es mir aber nicht hinlegen. Und das ist wirklich ein Problem. Und so an diesem kleinen Beispiel, finde ich, kannst du ganz viel sehen. Und dann gibt es tatsächlich etwas, also Organisationen wie Verlage gegen Rechts, wo wir tatsächlich eher so ein bisschen am Rande mitmachen, also wir unterstützen das, wir können uns aber nicht noch so einbringen, dann sind wir aber auch noch im Börsenverein des Deutschen Buchhandels hier im Landesverband Berlin-Brandenburg aktiv. Ich habe lange Zeit bei der Kurt-Wolf-Stiftung mitgemacht, Christine bei den Bücherfrauen. Es gibt schon viele Sachen, die sozusagen außer Konkurrenz sind, wo Konkurrenz keine Rolle spielt.
Es ist trotzdem erstaunlich, wann dann solche Ideen wie Konkurrenz, Erfolg, Karriere auch bei den linkesten Leuten plötzlich ausbrechen. Und ja, dann das werden sie plötzlich, kann ich dir bestätigen, ja. Genau, das und das ist ein ganz, ganz irres Ding. Ja, und dann hast du, und dann hast du eben Leute, die sind so radikal links, auch jetzt unter den Autorinnen und Autoren, und die veröffentlichen dann aber in Verlagen, in denen auch Autoren veröffentlichen, die radikal rechts sind. Wenn wir einen von denen auch nur anschauen würden, würden die gegen uns Boykott aufrufen. Ja, dieselben Leute. Ja, ja, ja. Aber wenn es sozusagen um die Vorschüsse und um die Kasse geht, und es geht mir jetzt nicht darum, ja, das ist aber genauso wie wenn du hier im linken Berufspolitikertum bist, mit welchen Zeitungen rede ich, mit welchen rede ich nicht. Genau. Es gibt halt bestimmte Drecksblätter, rede man halt einfach nicht mit. Das und ist Punkt. Ganz einfach. Ende. Also es gibt dazu auch nicht mehr zu sagen. Genau, und das ist so ein bisschen, und da ist einfach ein, wie soll ich sagen, auch so ein Selbstverständnis, von dem ich gar nicht will, wenn ich einen Vorschuss angeboten kriege, der richtig hoch ist. Ich brauche das auch vielleicht als Autorin. Also eine Autorin von uns hat dann auch gewechselt, aber sie hat einen Vorschuss angeboten gekriegt, wo ich einfach wusste, die kann jetzt ein Jahr lang in Ruhe arbeiten an ihrem Roman. Das kann ich nicht bezahlen. Super, wir sind Freunde. Alles, also da gibt es auch keine großen Feindschaften. Ich meine auch nicht unsere Autorin. Und auch da gibt es welche, die gewechselt haben. Ist in Ordnung. Aber diese manchmal mangelnde selbstkritische Haltung, so gerade von denen, die sehr laut sind, das finde ich total interessant. Also die sind so hochmoralisch, aber nicht, wenn es um ihr eigenes Geld geht. Dann ist plötzlich deswegen, so, das ist so tabuisiert. Ja, da, und damit schließt sich bald auch unser Gespräch. Und das ist total gut, dass du das gerade gesagt hast. Unsere erste Begegnung und Lesung mit dir war nämlich im Elchkeller. Und der heißt nämlich genau so Elchkeller, wegen die größten Kritiker der Elche waren ja früher selber. Oh, deswegen, der große Elfie Bernstein. Ja, großartig. Deswegen hieß der nämlich Elchkeller. Mich würde nochmal abschließend, Jörg, nochmal ganz kurz, weil Verbrecherverlag, ein wunderbarer Verlag. Sag doch nochmal kurz was zum Abschluss zu eurem aktuellen Programm und zeig doch nochmal kurz, was du noch mitbekommen hast als Leseempfehlung. Denn wir sind ja hier im Bundestag und eins ist gesichert, Lesen wird hier leicht unterbewertet, wenn ich das so sagen darf. Okay, und da wollen wir heute gegen anargumentieren. Dann mache ich einen ganz schnellen Werbeblock. Kurt Tucholsky, wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut, auch einfach ein Wahnsinns-Tucholsky-Satz. Genau, Wahnsinn-Tucholsky. Robert Stadelober hat das herausgegeben und zwar sollte er einen Abend zu Tucholsky machen. Der Mensch, der ihm die Texte zusammenstellen wollte für diesen Abend, er hatte schon zugesagt, so ein Leseabend, Stadelober ist ein fantastischer Vorleser, fantastisch. Gib der nicht nur ein guter Schauspieler ist, guter Vorleser, es hat ja auch schon mit Thomas Ebermann diverse Projekte zusammen auch gemacht, also hochgradig politisch, ganz engagiert. Super Sänger auch tatsächlich. Das habe ich noch nicht gehört. Kannst du dir jetzt demnächst anhören? Und er hat dann dieses Programm gemacht, hat gesagt, also musste jetzt das Programm selber machen. Hatte so ein bisschen, Tucholsky hatte seine Zeit, aber das Militär, zum Beispiel das preußische Militär, über das sich Tucholsky lustig macht, ist anders. Viele Frauenfragen sind auch heute anders, Gott sei Dank. Viele Sachen musst du erst erklären, da musst du 100 Fußnoten machen, wer war Stresemann. Also die sind großartig, aber du musst erstmal die ganzen Leute erklären. Und Stresemann ist noch der einfachste. Und dann hat er so reingelesen in das Werk Tucholskys, weil er hat gesagt, er muss es ja selber machen. Und dann hat er total viele Sachen gefunden, die ihn total berührt haben. Und dann hat er eben wirklich ein Buch gemacht, so Tucholsky für heute. Und darin ist zum Beispiel ein Text von 1929 über der Deutsche und seinen Verkehr. Das sollte man ans Verkehrsministerium für Wissing und all seine Vorgänger nageln, weil es ist exakt so, wie sich der Deutsche über seinen Verkehr definiert. Ja, das ist großartig, macht wirklich viel Spaß. Das andere Buch, das ich noch mitgebracht habe, auch sehr einfach vorzustellen, Code und Vorurteil heißt das. Das ist herausgegeben in einer Reihe, die die Bildungsstätte Anne Frank aus Frankfurt und Kassel mit uns macht. Und da geht es, wie künstliche Intelligenz eingreift, beziehungsweise die macht selber gar nichts. Künstliche Intelligenz kann man ja auch durchaus als gutes Tool benutzen, hilft zum Beispiel sehr beim sinnvollen Kürzen von zumindest mittelmäßigen Texten. die spiegelt nur das, was die Leute, die ihnen alles eingeben, also die sie füttern, womit sie sie füttern. Und wenn man so Reddit und solche Sachen auslesen lässt von der KI und 4chan und wie es alles heißt,
dann ist die KI plötzlich ein machistischer Nazi, ohne aber zu wissen, was sie tut, weil sie hat keinen moralischen Kompass. Mhm. Sie hat überhaupt keine Idee davon. Sie hält das auch nicht für logischer als etwas anderes. Sie sieht nur, das findet öfter statt in dem Material, das mir zur Verfügung ist. Also ist das das Naheliegende. Mhm. Und das ist nochmal so. Es gab ja den sehr berühmten Fall, dass mal jemand eine frühe KI gefragt hat, also mit allem Möglichen gefüttert zu den Umweltdaten. Und dann, okay, KI, wie können wir uns retten? Und die KI hat gesagt, tötet alle Menschen. War einfachste logische Antwort. Logische Antwort, genau. Letzte Buch, da haben wir nämlich noch was Historisches nochmal. Das haben wir gemacht mit der Monacensia in München zusammen. Das heißt Female Peace Palace. Und das Buch zerfällt in zwei Teile. Der eine Teil schildert im Grunde den internationale Frauenfriedenskonferenz 1915, mitten im Ersten Weltkrieg. Haben sich Frauen aus aller Herren Länder getroffen. Teilweise mussten die heimlich anreisen, hatten Sanktionen, wurden polizeilich verfolgt. Und die haben sich in Genf getroffen, um darüber zu reden, wie können wir eine Katastrophe wie die, die gerade Erster Weltkrieg stattfindet, verhindern. Und haben dort auch ein paar friedenspolitische Parameter aufgestellt, die sie unter anderem Woodrow Wilson gegeben haben und in die sogenannte Wilson-Doktrin. Also Wilson hat dann vergessen, wer es ihm gegeben hat und Frauen wurden damals sowieso gerne vergessen, aber eingeflossen sind. Und die auch heute noch teilweise so bei friedenspolitischen, außenpolitischen Fragen, friedenspolitischen Fragen sehr relevant sind. Das ist der erste Teil des Buches und auf dieser Grundlage wurden dann verschiedene heutige Autorinnen und Autoren befragt zu ihrem Verhältnis, also Frauen, Frieden, Krieg. Und da gibt es natürlich eine Frau aus der Ukraine, die zum Beispiel sagt, ich finde Pazifismus super, aber erklär's Putin. So kommen wir nicht weiter. Ja. Ganz beeindruckender Text ist auch von Manja Präkels, die sagt, für mich ist völlig irritierend, da in Brandenburg, wo ich aufgewachsen bin, sind jetzt genau die Jungs für Frieden, vor allen Dingen mit Putin, die früher mit dem Baseballschläger hinter mir hergelaufen sind und mich als Pazifistensau verprügelt haben. Und da stimmt irgendwas nicht. Also wir können nicht so global Frieden mehr denken. Wir müssen das anders denken. Und natürlich wollen wir alle Frieden für alle. Und ich will ja sogar auch Frieden für Nazis haben. Ich glaube ja tatsächlich, das gewaltfreie Prinzip ist das eigentlich Richtige. Nur müssen alle Seiten an das Prinzip glauben. Und das ist vielleicht das Schwierige. Dieses Buch ist sehr, wie gesagt, ist ein... Also sehr viel Diskussionsstoff und gleichzeitig diese Mischung aus historisch und Gegenwart. Mhm. Das ist vielleicht auch so ganz gut, um auch das nochmal rund zu machen für das, was wir im Verlag machen wollen. Genau. Also eben sagen, was war, aber auch fragen, was wird. Ja, sehr gut. Also ihr habt gemerkt, welches mein Lieblingsverlag ist, ist vielleicht mal durchgekommen heute. Und ihr konntet ja an dem wunderbaren Gespräch mit Jörg erkennen, warum es wichtig ist, dass es linke kritische Verlage gibt. Für meine Ebene kann ich sagen, es ist auch wichtig, dass es eine linke Partei weiterhin gibt. Da könnt ihr einen gewissen Anteil dran haben. Hab mich sehr gefreut, dass du heute da bist. Wir gehen jetzt noch mal in den Hof eine rochen und dann gehe ich in den Kulturausschuss. Und wir machen dann einen Termin aus, wo wir nämlich eine kleine Angelpartie machen wollen. Ja, weil da habe auf jeden Fall ich mehr Ahnung als du. Ins schöne Brandenburg. In diesem Sinne. Alles Gute.